Und mit einem UFO-Song heiße ich euch herzlich willkommen zurück in den Nebelchroniken. So, wir sind hier dabei, dass wir unser Wohnzimmer, Aufenthaltsraum, wie auch immer, ein wenig ausbauen. Ich hätte gerne die Schubladen. War die Doppelschubladen. Zumindest auf der Seite. Mann! Jawohl, die hier. Dann machen wir hier noch das hier dazu. Das und das. Und hier brauchen wir noch mehr Bücherregale. Das heißt, wir müssen Bücherregale bauen, Freunde. Da gehen wir mal schnell. Junge, Junge, dass ich jetzt so konsequent bei dem Schweinebauern arbeite, das hätte ich so von mir jetzt nicht gedacht. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich auch. Hoffe ihr auch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den sogar halbwegs fertig. Wäre doch schön, wenn es mal wieder eine fertige Baustelle in den Nebenlanden gibt. Dann können wir uns vielleicht das nächste Mal auch dran machen, dass wir vielleicht die nächste Baustelle fertigstellen. Also nicht die Großbaustelle hier, sondern das nächste Teilprojekt hier. Vielleicht unseren Holzwurm. Das wäre eine Idee. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Arm voll Bücher. So, dann machen wir jetzt überall, machen wir jetzt hier Dings raus. Ein paar gute Bücherregale. So und so. Kriegen wir hin. Sehr schön. Gut, 27 Bücherregale, mit denen geht's zurück. Halt, 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 Glas. Wenn ich schon mal hier bin. Wir haben lilanes Glas, glaube ich, verbaut. Da nehmen wir uns gleich mal hier die Scheiben mit und die Scheiben mit. Dann nehmen wir noch mit schwarz. Ein bisschen schwarzes Glas und normales Glas haben wir gar nicht hier, ne? Nee. Das holen wir uns vielleicht später dann. Das holen wir uns vielleicht später. Sehen wir alles dann. Und es wird schon wieder dunkel? Krass. Es ist nur am Dunkel werden hier. Ach ja. So, wenn ich mit dieser Aufnahmesession jetzt dann durch bin, dann muss ich alles erstmal zum Rendern reinschmeißen. Während das rendert, muss ich Platz auf der Festplatte schaffen. Während ich Platz auf der Festplatte schaffe. Nö, mache ich nichts weiter. Der kann dann hier quasi bis morgen durchrendern. Ich glaube auch nicht, dass er das schafft. Der wird, denke ich mal, so seine 7-8 Stunden rendern. Was ist morgen? Sonntag. Jo. Und dann mal gucken. Erst wenn das Rendern fertig ist, kann ich wieder neu aufnehmen. Gute Nacht. Oh. Na, warten wir noch kurz. Weil obwohl ich quasi hier so eine Supermaschine stehen habe, möchte ich nicht. Also, ich habe es noch nicht probiert, ob es möglich ist, aber ich möchte es einfach nicht. Gute Nacht. So, guten Morgen. Also, rendern und aufnehmen gleichzeitig, ne? So, hier kommen die lilanen Gläser rein. Gucken, wie das aussieht. Wenn ich da lila und schwarz benutze. Hat auch was. Hat auch was. Gut. So, jetzt geht's aber hier weiter. Hier kommt noch das dazu. So. Dort oben. Wir haben hier noch einen Topf.
da hinstellen. Hier kann man noch ein Bild aufhängen. Ich habe alle Bilder verballert. Manno! Wolle haben wir, glaube ich, mitgenommen. Mehr als genug. Ja, so halbwegs. Da brauche ich aber wieder Sticks dafür, wie ein großer. Hau dich mit dem Stock. So, das heißt, gib mir mal die hier. So, und schon sind alle Sticks wieder verballert. Klack und klack. So. Nein. Verdammt. Da komme ich, will so einen Creeper da haben. So. Hier drüber. Eine Fackel? Nee. Wo habe ich den Glowstone hingepackt? Sag mal. Nee, das ist Stroh. Da ist er. Nur noch 9 Stück? Huiuiui. Also die Bude, die ist echt teuer. So, da bauen wir jetzt dann unsere Dinger drum. Oh, warte mal. Knöpfe. Kann ich hier nicht anbringen. Das sieht doof aus. Wir brauchen die Falltüren. Haben wir da überhaupt noch welche? Oder habe ich die schon wieder alle verballert? Du kommst noch mit. 7 Stück. Ob das reichen wird? Ich verballer mal das Birkenholz hier noch. Ich mag das irgendwie, wenn die... Ups. Wenn die hier so ein bisschen verdeckt sind, weißt du? Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen dunkler ist. Aber meistens hat man ja direkt am Fernseher eh nicht so eine Beleuchtung. Aber das ist eine schöne Wohnwand. Bam, bam, bam. So, machen wir Nummer 8. So. Wie machen wir das hier? Haben wir noch Quarzstufen? Es wird immer luxuriöser, ne? Von Mal zu Mal. So, weiter machen wir folgendes. So, ein langes Eck von der Couch und ein kurzes Eck von der Couch. Licht brauchen wir auf jeden Fall noch. So, wir haben bestimmt keine Pistons mehr. Haben wir, glaube ich, alles rausgelegt. Hier haben wir schon mal nichts, was wir brauchen könnten. Das da und nur noch ein Pisten. Na gut, dann bauen wir halt noch einen. Da hätte ich vielleicht das Redstone mitnehmen sollen. Ich dödel. Da ist es. Und das Eisen. Wieso habe ich das Eisen reingepackt? Da ist der Lord Legend ohne Eisen unterwegs. Wer gibt's das denn? So, das war so. Und so und so und dann hat er den Cobblestone vergessen.
wieder alles mitnehmen, wieder rausgehen, den Cobblestone holen, wieder reingehen, wieder alles zusammenfügen. Meine Güte. Hier. Ist halt eingerichtet wie für so eine Großfamilie, ne? So, und dann den Koppel. So. Mein Inventar sieht aus. Redstone-Fackeln. Und die Pistons. So, und dann hätte ich hier gerne... Jetzt haben wir natürlich keinen Totenteppich da. Dann holen wir mal Teppich. Roten und blauen. Da machen wir uns Teppich. Dann lasse ich hier mal schnell ein bisschen Zeugs da. Ach komm. Das eine Wolle, das packen wir wieder rein. So, jetzt können wir dann nämlich im Esszimmer hinten den Teppich noch gar verlegen. Obwohl, braucht man eigentlich gar nicht, ne? Hier so ein bisschen Teppich genügt eigentlich. Also sieht man ja gar nicht diesen schönen Granit, den ich hier verlegt habe. So, soll natürlich alles schön gemütlich sein, ne? Da lässt sich's aushalten. Da lässt sich's echt aushalten. Gefällt mir. Was ist denn da drüber? Warte mal. Oh shit. Okay, kann ich nicht machen. War gerade im Überlegen, ob ich da so eine indirekte Beleuchtung mache, aber die kriege ich da nicht ran, ne? Schade. Aber ich könnte hier einen Balken reinzimmern. Das wäre, glaube ich, noch eine ganz coole Idee. Warte mal. Ich brauche Holz. Balken, um genauer zu sein. Haben wir denn da noch überhaupt irgendwo irgendwas? Eher nicht so, wa? Nee. Genau, jetzt darf ich Holz fällen gehen. Na gut, lasse ich erstmal so ein bisschen Zeug hier. Oh, schon wieder voll. So, soll genügend zum Holz fällen. Bett habe ich dabei, ein Bett habe ich dabei. Aber die Axt macht nicht mehr allzu lange mit, Freunde. Egal. Für das, was wir uns organisieren, wird sie, denke ich mal, noch reichen. Was für eine Brücke machen wir da rüber? So eine Standardbrücke oder eher was Luxuriöses? Entscheiden Sie jetzt, schreiben Sie unten Ihr Kommentar. So, neue Axt müssen wir uns dann unbedingt bauen. So, ich hoffe mal, das wird reichen. 26 Stück. Früher oder später wird der Baum hier weichen, keine Angst. Aber jetzt brauche ich ja erstmal nur ein bisschen Materialien. Und wir haben sogar noch am Tage geschafft. So. Mal gucken. Hatten wir nicht noch Knöpfe? Knöppes. Das kann man vielleicht noch mitnehmen. Da sind noch Knöpfe. So, jetzt erstmal gute Nacht. So, guten Morgen und bis morgen, Freunde. Wiedersehen.